Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Night of the Dead hier auf Dunnebett TV. So, ich bin inzwischen zu Hause angekommen und die Zombie-Wellen strömen schon wieder rein, aber die können wir jetzt erstmal getrost ignorieren, hoffe ich zumindest. Wir kümmern uns jetzt hier um Upgrades. Wir haben nämlich nicht mehr allzu viel Zeit, bis die Horde-Nacht losgeht und deswegen starten wir hier jetzt einmal durch. Ich hoffe, dass die richtig rum sind. Der passt schon mal. Und bei dem hier muss der Strom auch außen sein. Und zwar da in der Ecke hoffentlich. Jawohl. Dann sind die schon mal soweit passig. Genau, das ist jetzt quasi die Abwehr für die Riesen. Schauen wir mal, ob das funktioniert, dass wir die hier dazu bekommen, nochmal runterzufallen, bevor sie mich erreichen. Schauen wir mal. 25% Chance soll bestehen. Mal gucken, inwieweit sich das dann nachher ergibt. So, wie sieht es hier aus? Ah, da werden wir jetzt nicht so viel machen können, aber ist egal, wir versuchen es erstmal. Und zwar, Entschuldigung, jetzt brauche ich erstmal hier eine Treppe, dass wir da hochkommen. Die basteln wir erstmal hier so rein. Da sollte sie hoffentlich niemanden stören. Reicht das von der Höhe her schon? Wir machen jetzt erstmal noch eine zweite. Und zwar geht es hier darum, dass ich einmal die Fallenmaschine wieder abreiße. Weil da wurde mir im Stream mitgeteilt, dass es reicht, wenn ich das Fallbeil auf eine einzelne Wand setze. Und es muss nicht unbedingt auf eine Doppelwand gesetzt werden. Deswegen würde ich die hier gerne einfach wegnehmen und würde das mit dem Fallbeil dann hier ganz gerne nochmal testen. Mal gucken, ob ich da oben rankomme. Wahrscheinlich nicht ohne Treppe. Dann bauen wir hier einfach noch eine. Zack. Dass wir da hochkommen. Und das geht. Und dann setzen wir da noch einmal ein Fallbeil auf. Dann nutzen wir heute Nacht nochmal zum Testen. Und dann werden wir wissen, ob das so funktioniert. So, das haben wir. Dann einmal das Fallbeil, bitte. Und das würde ich dann einfach wieder hier ans Ende setzen. Bums. Und dann schauen wir einfach mal, ob die Jungs hier durchkommen. Ich denke mal, vom Nachladen her dürfte das hiermit passen. Das heißt, die Treppe können wir schon mal wieder abreißen. Und dann würde ich hier jetzt einfach nochmal Brücken durchziehen, so dass ich hier die Möglichkeit habe, die Dinger dann nachzuladen, die wir hier hinbauen. Ich glaube, Aufwertungsmaterial müsste ich genug dabei haben, dass wir das zumindest schon mal auf Stein hochkriegen hier, damit uns da nichts abwackelt heute Nacht. So, dann haben wir den Teil auch. Perfekt. So, Fallbeil steht, das steht, der Riesengang ist da, der Gang für die kleinen Jungs ist da. Wollen wir mal hier nochmal nachladen, beziehungsweise ich kann mal gerade gucken, ob wir, wenn die Jungs hier... Ich gehe einmal rüber, dann kann ich da ein bisschen besser agieren. Und tschüss. Einmal eben gucken, ob wir hier noch mal ein bisschen was aufgewertet bekommen. Ja, das geht. Sehr schön. Kommt da jetzt einer? Nee. Werten wir hier einfach noch so viele auf, wie gehen. Ja, das war's schon. Ist nur der eine drin. So, komm her, mein Lieber. Oh, du bist aber hartnäckig. So, dann brauchen wir noch mal ein bisschen Strom, den ich jetzt natürlich nicht dabei habe. Aber ist nicht schlimm. Dann laden wir die Dinger hier einmal schnell alle nach. So, dann haben wir das auch erledigt. Und dann gehen wir einmal hier rüber. Füllen die Mörser noch auf, dass wir da auch genug Munition haben, weil die Horde startet ja jetzt gleich. Und dann will ich hier draußen eigentlich nicht mehr rumrennen. Und zwar habe ich dafür reichlich gebastelt. 1, 2, 3, 4, 5, 6 und 4 sind 10. 2, 3... Ja, komm, kommt noch einer rein. Die Welle hat begonnen. Na, herrlich. Müssen wir uns jetzt ein bisschen sputen. Ich glaube, hier haben sie mir eine Treppe wieder weggerissen. Stelle ich mir die direkt wieder neu auf, dass ich da hochkomme. Und dann hauen wir da auch noch mal drei rein. Und der Rest geht dann in den oberen Mörser rein. Ja, wird reichen. Perfekt. So, dann haben wir den Teil auch. Die Horde hat begonnen. Und an der Stelle jetzt auch nochmal die Info bezüglich des Vorspulens. Ich muss an der Stelle zu meiner Schande gestehen, ich habe in der letzten Horde-Nacht, die nicht im Stream war, wo ich so viel vorgespult habe, bei der Aufnahme einen kleinen Fehler gemacht. Und zwar habe ich anstatt die Pause-Taste einmal zwischendrin die Mute-Taste gedrückt und habe es nicht gemerkt. Und dementsprechend habe ich fast die gesamte Horde ohne Sprache aufgenommen. Und das war natürlich Käse. Dementsprechend habe ich da sehr, sehr viel vorgespult, weil ich da so gut wie gar nichts kommentiert habe. Das werden wir heute Nacht auf jeden Fall besser machen. Da würde ich mich nochmal freuen, wenn ihr euch da das Ganze nochmal in Ruhe anschaut und mir da gerne auch nochmal die Kommis hinten mitteilt. So, bevor wir jetzt runterrennen, nochmal einmal schnell einmal den Meisterblade, Angriffsgeschwindigkeit von Nahkampfwaffen. Das Buch haben wir gefunden. Und dann haben wir hier, ich muss mal gerade gucken, wo das nochmal war. Hier war das.
Und zwar haben wir hier jetzt auch zwei Diplomarbeitsbücher wieder zusammen. Dann können wir den Forschungsskill auch reinhauen. So, und jetzt gehen wir runter. Habe ich mein Schild dabei? Wahrscheinlich nicht, ne? Und auch wieder viel zu viele Materialien. Ach, siehst du, den Helm wollte ich eigentlich auch noch mal switchen. Komm, machen wir noch schnell. Und dann gehen wir runter und gucken uns in Ruhe die Horde an. Ach, wobei, das können wir auch unten machen. Fällt mir nämlich gerade noch was anderes ein. So, und zwar so. Einmal schnell hier an meine Kiste. Zack, und zwar mein Schild hätte ich ganz gern. Und die beiden kann ich noch mitnehmen. Und das und das und das. Und ansonsten brauche ich für heute Nacht hiervon erstmal nichts. Dann das Schild kurz ausrüsten. Das packe ich mal auf die 4. Und dann kann die Reise hier beginnen. Oh, hier ist ja schon wieder gut was los. Wer wirft denn da auf meine... Autsch. Genau, hier stehen ist nicht so klug. Oh ja, da kommt ja wieder eine ganze Menge rein. Ich mir mal einmal schnell so einen hier rein. Und noch so einen Fisch. Die Eisjungs sind auch wieder am Start. Warum laufen die jetzt nicht weiter? Liegt das an dieser Ritze hier? Ich hoffe doch nicht. Das hört sich echt interessant an da unten. Da vorne geht es auch irgendwie schon wieder nicht weiter. Klumpen sich da alle schön auf. Sehr cool. So, aber die Pfeilbeile machen ihren Job. Die Dinger dünnen so ein bisschen aus, ist ja auch nicht verkehrt. Und da muss ich auch unbedingt gucken, dass ich einen Plasmaschocker etwas näher rankriege, ne? Also wir brauchen auf jeden Fall einen Plasmaschocker, der ungefähr auf der Höhe von den 4 Verteilern da vorne steht, wo ich gerade genau gerade drauf zugucke. Das wäre cool, wenn da irgendwie noch ein Plasmaschocker stehen würde, der auch ein bisschen höher gesetzt ist. Der würde nämlich hier den gesamten vorderen Bereich mit abdecken. So, dass wir da noch ein bisschen besser ausdünnen, ne? Weil so wie es im Moment aussieht, verstopft das wieder alles zu sehr und behindert die Wegführung. Und das wollen wir nicht. Die Zombies sollen ja frei laufen können. Bin mir auch noch nicht sicher, ob ich den Plasmaschocker in dieses Pressnetz integriere oder ob ich den einfach mit einem Schalter nochmal einsetze. Muss ich nochmal schauen, wie komplex das dann nachher wird. Gucken wir nochmal eben nach den Fallbeilen. Das sieht ja alles recht entspannt aus aktuell. Der bleibt einfach da drin stehen. Liegt das jetzt an den Laufbändern oder hat er einfach keinen Bock, da rauszukommen? Ich glaube, das lag tatsächlich an den Laufbändern. Ja, das liegt an den Laufbändern. Also da an der Stelle auch nochmal vielen lieben Dank an Copy für diesen Tipp. Guckt euch das mal an. Die kommen da ja eigentlich gar nicht mehr raus. Ja, also das ist schon der Hammer. Wenn ich das ganze Ding hier mit diesen Dingern voll mache, dann kommt da eigentlich gar nichts mehr durch. Dann kann ich den ganzen Kram hinten schon wieder abreißen. So, jetzt ist es 1 Uhr. Zipfen wir einmal kurz runter. Halten die Mörser dazu. Weil die Riesen werden jetzt jeden Moment dazu stoßen. Zack. Und dann gehen wir wieder hoch. Wieso schwebt hier ein einzelner Sack rum? Den nehmen wir auch noch mit. Da hinter der Mauer sitzt auch wieder alles voll mit den Jungs, ne? Egal. Die werden schon ihren Weg finden. Wir wollen gucken, ob wir ein bisschen Mörser-Action erkennen können. Ist ja alles relativ ausgedünnt da unten. Ah, jetzt höre ich was. Da vorne der Mörser schießt. Stellen wir uns mal hier oben drauf. Sind wir, glaube ich, ein bisschen geschützter. Da vorne ist der erste Riese. Noch einer. Im Moment ist nur der eine auf dem Feld. Okay. Aber er läuft, so wie es aussieht, gerade durch. Das ist schon mal sehr schön.
Der Mörser da hinten macht noch nichts. Sehr gut. Jetzt ist er drin. Plasma-Schocker lösen leider gerade nicht aus. Doch jetzt. Aber da ist er aus der Reichweite raus. Schade eigentlich. So, jetzt müsste der Kopf gleich hier oben auftauchen. Da ist er schon. Da hat er die Plasma-Schocker voll abgekriegt. Sehr schön. Wo sind denn die ganzen anderen Zombies? Hier ist das schon wieder so super leer. So, Konzentration aufs Pfeilbeil. Da schießen die Mörser wieder los. Sehr gut. Aber auch nur der untere, ne? Hängt der jetzt auch an dem Laufband fest? Der steht in den Fallbeilen drin. Durch das Laufband. Okay, das ist ja hochinteressant. Ja, so geht's auch. Interessant. Mal einmal kurz hoch. Das ist ja cool. Also dadurch, dass das Laufband so ein bisschen übersteht, ist er in die Fallbeile reingezogen worden und hat da ordentlich Damage bekommen. Die Jungs da unten sind ein bisschen verwirrt, weil ich gerade da oben drauf war wahrscheinlich. Aber wo sind die ganzen anderen Riesen? Das war nur ein einziger bis jetzt. Ich meine, wir spielen auf Überleben. Das ist jetzt nicht das Schwerste vom Schwersten, aber das ist schon recht hoch eigentlich. Also so 6-7 Stück erwarte ich eigentlich. Oder rennen die hier hinten wieder irgendwo rum? Ne, Riesen sehe ich keine. Ich sehe da unten nur so einen Typen. Können wir mal kurz unseren neuen Scope ausprobieren. Treffe ich den nicht? Doch, jetzt. Gut, hier rennt jetzt ein bisschen was rum, aber das ist ja nicht schlimm. Das kommt irgendwann... Einfach mal auf die Idee, hier zurückzukommen. Aber wo sind die anderen Riesen alle hin? Sind wir hier unten schon wieder vollgestopft? Das ist aber nicht schlimm. Tja, die Riesen scheinen schon wieder irgendwo in der City festzuhängen. Oh, da haben sie was kaputt. Okay, also ich muss auf jeden Fall einen Plasma-Schocker weiter vorne hinbauen, damit da ein bisschen mehr Damage reingeballert wird. Weil sonst hauen die mir da die Schneidwerkzeuge alle kaputt. Wobei das eigentlich auch nicht so schlimm ist. Ich habe nur halt nicht immer Bock, die immer wieder aufzubauen. Ne? Was habe ich getan? Jetzt wäre ich fast runtergerannt. So, die beiden Plasmaschocker dünnen schon ordentlich aus. Da oben hängen wieder ganz viele fest. Bin übrigens schon wieder runter auf 37 FPS. Also hier ist auf jeden Fall gut was los. Wo sind die Riesen? Ich sehe sie nicht. Oh Moment, der Mörser da bewegt sich. Da hinten. Da scheint irgendwas zu kommen. Switch mal nochmal um. Da ist einer. Schieß mal dem direkt mal in sein rotes Auge rein. Er weiß halt nicht, wohin mit sich, ne? Jetzt rennt er schon wieder weg. Oh! Wo schießt der jetzt hin? Schießt der da in die Wand? Da jetzt einer reingerannt? Kann auch sein, dadurch, dass das so verstopft war, ne, dass die Wegführung deswegen wieder unterbrochen war. Aber so ganz lässt sich das, glaube ich, auch nicht vermeiden. Bei den Mengen, die da kommen, nee, hier ist kein Riese auf dem Feld gerade. Was die Mörser machen. Was ist das da hinten? Und noch ein paar Elektrobobs, die stören nicht.
macht er? Steht auch still. Oh, oh Gott, bin runtergezogen worden. Eieieiei. Und Autosave. Herrlich. Komme ich da gerade die Leiter hoch, wenn ich Glück habe? Ja. Boah. Da hat er gepennt. Das war knapp. Aber ich bin nicht gestorben, möchte ich anmerken. Da oben turnt ein Riese rum. Zwei Riesen. Da hinten sind sie alle. Drei Riesen da hinten. 8 FPS. Jetzt bin ich total am Lenken. Also hinterm Haus ist ordentlich was los. Gehen wir mal so ein bisschen in diese Richtung. Mal gucken, was wir hier so sehen können. Ich nehme mal das kleinere Scope diesmal. Na doch, da können wir das große vernehmen. So, also da sehe ich 1, 2, 3, 4 Stück. Plus einige Eisdudes. Also da ist richtig was los da hinten. Wo wollen die hin? Ja, die Mörser schießen aus allen Rohren. Kann sein, dass wir hier schon wieder was haben. Immer wieder nach vorn. Ja, wieder hier hoch, da bin ich ein bisschen sicherer. Ne, hier ist nichts drin. Den da unten hole ich mir jetzt mal. Hat sich schon von alleine wieder verzogen. Okay, also die Horde ist soweit vorbei. Ja, das ist schon wieder alles verstopft, ne? Aber ich glaube, die Riesen sind jetzt da vorne irgendwo. Es ist alles verstopft. Übel. Ach, die werfen jetzt alle auf den Fleischsack. Und da ist der erste Riese. Sehr cool. Können wir gleich nochmal aufs Fallbeil gucken. Dann überlegen, ob ich versuche, die Balkenwerfer zu identifizieren. Im Moment wirft aber keiner. Zweiter Riese. Oh, jetzt kommen sie alle auf den Mal. Das könnte schwierig werden. So, wir gehen nochmal nach vorne. Das will ich auf keinen Fall verpassen. Und da sind noch zwei oder drei Stück sogar. Zwei Stück. So, der erste ist hier oben wieder drin. Irgendwas haben sie mir da unten gerade zerrissen. Zwei sind hier oben. Kurz mal gucken, ob ich sehen kann, was sie mir da zerlegt haben. Ja, Wegführung ist aber noch da. Hier bin ich, Jungs. Hier vorne. Okay, jetzt ist der eine da wieder in die Fallbeile reingerutscht und blockiert wahrscheinlich jetzt einfach den Weg für die anderen, ne? Oh oh. Okay, das ist definitiv uncool. Jetzt habe ich einen in der Base hocken. Die Hoffnung, dass der Plasmaschocker einfach nochmal auslöst jetzt. Na komm. Hier oben kommt keiner hin. Die zerlegen mir hier jetzt alles. Oder sterben einfach. Einer hockt da noch rum. Ah, der hat halt keine Wegführung mehr, ne? Okay, das ist nicht cool. Die großen Jungs machen ganz schön viel kaputt gerade, glaube ich. Wo ist der, der in meiner Base war? Ist der jetzt tot? Oder ist der jetzt hier rumgerannt und kommt jetzt gleich hier vorne hochgelaufen? Das
Das wäre natürlich auch nicht so nett. Wo ist die großen Jungs haben jetzt keine Wegführung. Keine Chance. Ne, der steht da noch. Hier bin ich. Kommt er mit? Er ist schon wieder hängen geblieben. Wieso? Das war Schocker lösen auch nicht aus. Hallo, hier bin ich. Oh, sehr gut, der ist down. Wollte ich mich da schon mal nicht mehr drum kümmern. Gehen wir jetzt nochmal hoch. Da hängt noch einer drin, mitten in der Base. Da oben hängt noch einer. Also ich glaube, es ist jetzt alles weg, bis auf die großen Jungs. Und die kriege ich hier halt nicht mehr hergelockt, ne, weil ich keine Wegführung habe. Ich könnte es versuchen. Weiß halt nicht, wo hier der Boden weggegangen ist. Hier. Versuch's mal mit hier hinstellen. Eigentlich müssten sie jetzt wieder Wegführung haben. Bin hier. Komm her. Großer. Noch einen Schritt weiter. Okay, nee, nee, die machen mir da noch mehr kaputt. Und jetzt sind sie da unten schon drin, die Großen. Ja, ja. Jetzt haben sie mir irgendwas zerlegt da unten. Okay, für die normalen Zombies sollte das kein Problem sein. Ich muss jetzt nur gucken, dass ich die großen Jungs hier irgendwie... Und da ist das nächste Ding kaputt. Sehe ich nichts wegen dem... Alter! Nein! Scheiße! Leute, die haben mir alles zerlegt! Das ist mehr als eine mittelschwere Katastrophe. Die haben da oben jetzt wirklich alles zerlegt. Jetzt ist die große Frage, wo sind die hier durchgebrochen? Ich sehe nämlich gar nichts mehr. Hier, die Treppe hier haben sie weggemacht. Und dadurch hängen sie da jetzt auch wieder fest. Okay, dann mache ich jetzt mal Folgendes. Ja, also so hat es jetzt keinen Sinn. Schauen wir mal, wo ist der Autosave? 2.21 Uhr. Gucken wir uns den mal kurz an. Ich höre schon was. Oh, der lädt lange. Lange lädt er. Oh. Ich bin im Prinzip auch schon tot. Ich weiß nicht, warum ich hier keinen Damage kriege. Wahrscheinlich irgend so ein Einlock-Bonus. Aber raus komme ich da nicht mehr. So, dann gucken wir mal eben. Alter, was das für Ladezeiten immer sind. Aber die Base steht noch. Und zwar komplett. Okay, dann gehen wir mal eben weiter nach vorne. Wenn wir es denn können. Mein Schild liegt da unten. Und das Auto könnte ich schon mal wieder anmachen, dass wir auch was sehen hier. Die haben gerade ausgelöst. Sehr gut. Ja. So, jetzt haben wir auf jeden Fall schon mal ein bisschen mehr Licht. Da ist irgendwas kaputt. Ist da schon die Treppe kaputt? Nee, Wegführung passt noch. Da ist irgendwas anderes kaputt gegangen. So, jetzt gucken wir noch mal schnell, wo meine Tasche liegen geblieben ist. Hier irgendwo drunter. Ist sie das? Nee. Da liegt sie, genau unter mir. So, die Eisdudes sehe ich. Wenn ich schnell bin, könnte das klappen. Na los, komm. Und weg. Oh, da vorne kommen die Riesen.
Irgendwo habe ich hier noch ein Fleisch. So, meine Treppe ist soweit frei. Das heißt, ich müsste jetzt rüberkommen, wenn ich mich ranhalte. Jawohl. So, ich bin wieder drin. Und jetzt gucken wir mal, ob wir das besser hinkriegen können. Da liegt ein Vogel, da kommen wir morgen später drum. Den brauche ich jetzt nicht. So, der erste Riese ist drin. Zweiter Riese ist drin. Noch einen Schritt vor, dann kriegt ihr auch, wobei die kriegen auch so schon Plasma-Schocker ab. Sehr schön. Boah, jetzt sind sie alle vier hier vorne, ne? Und da hinten ist noch einer, fünfe sogar. Schauen wir mal, wie sich das verhält, wenn die Jungs hier oben angekommen sind. Das ist einfach nur der Hammer, wie die hier weggeschnetzelt werden. Okay, ich glaube, die ersten Riesen müssten jetzt hier oben sein. Einen sehe ich da vorne. Zwei. Die rennen hier noch in meinem Zickzack-Packen rum. Das ist gut. Unten lockert sich alles so ein bisschen auf. Oder auch nicht. Okay, also für mich auf jeden Fall schon mal Learning aus der letzten, aus dem letzten Versuch. Wenn ich sowas hier Skybase-mäßiges aufbauen will, muss ich dafür sorgen, dass ich alles an einem Punkt dranhänge, der weiter weg ist. Warum sitzt der da und tut einfach nichts? Bin doch hier. Okay, das ist schon mal gut, dass das Pfeilbein nicht ausgelöst ist. Und er hängt jetzt in den drin. Da ist es ausgelöst. Sehr geil. So, und kriegen wir jetzt vielleicht trotzdem noch unseren Test durch? Oder kommt der hier nicht mehr lang wegen der Treppe? Hier bin ich. Guck, guck. Der kommt da nicht durch, ne? Doch, kommt er. Komm her. Ich will sehen, wie du hier runterplumpst. Nee, 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 nee. Hier bin ich. Guck, guck. Nicht wieder zu. Ach, er ist runtergefallen. Sehr geil. Also es funktioniert. Zwar nicht immer, wurde mir gesagt, aber 25% Chance haben wir, dass die Jungs hier durchgehen. Okay, also mein Aufbau funktioniert. Das ist schon mal gut. Jetzt müssen wir es nur noch hinkriegen, dass die Jungs hier sterben, bevor sie mir, da ist der nächste down. Die liegen hier alle platt auf dem Boden, ne? Also das hier ist auf jeden Fall eine schöne Stelle für die Jungs. Ist jetzt nur zu sehen, dass wir da noch ein bisschen die Wegführung verbessern. Blockieren halt auch die Sicht. Da ist noch einer. Komm her. Mein Großer. Ich bin hier. Ich glaube, jetzt kommt er. Ja, jetzt kommt er. Und er wird eingesaugt. Die knallen ganz schön durch. Er kommt da aber auch nicht mehr raus aus der Nummer. Das ist ja eine geile Aktion. Bin mir nicht sicher, ob der Effekt tatsächlich so gedacht war, dass der auch Riesen reinsaugt. Also ich weiß, dass das mit diesem Förderband, so wie wir das platziert haben, das hat ja den Hintergrund, dass die Zombies, die hier so rumeiern, da besser reingezogen werden und da halt auch nicht mehr rauskommen. Die hängen dann hier quasi fest. Das haben wir ja schon gesehen. Aber dass die Riesen dadurch auch reingezogen werden, das hatte ich jetzt nicht auf dem Schirm. Weiß nicht, ob das so beabsichtigt worden ist oder ob das einfach ein neuer Nebeneffekt ist, den wir jetzt entdeckt haben. Aber ich glaube, wir haben jetzt alles, ne? Gehen wir mal hier rum, mal gucken, ob der da durch die Fallbeile nochmal durchstratzt. Er ist mir hinterhergelaufen. Und tschüss. Da kommt er schon.
Na, und der hängt jetzt da auch fest. Kommt nicht raus aus der Nummer. Und die Pfeilbeile knallen auf ihn drauf. Und er ist erledigt. Cool. Zweiter Versuch hat also geklappt, ohne jetzt irgendwas umzubauen. Wir haben jetzt rausbekommen, Falltüren funktionieren für die Riesen. Also wir haben so eine Art Loop. Der ist nicht 100%, aber 100% gibt es nicht. Haben also quasi das Beste, was wir machen konnten. Und wir haben rausbekommen, dass die Riesen teilweise auch einfach in die kleinen Pfeilbeile reingezogen werden. Was auch sehr, sehr schön ist. Und mal gucken, was jetzt hier unten alles noch kaputt gegangen ist. Nicht so viel. Zwei Stück, drei Stück, wenn ich das richtig sehe. Ne? Inventar schon wieder voll. Na, herrlich. Okay, wir haben also einiges an Aufbauarbeit. Ich hatte jetzt eigentlich noch einen kleinen Umbau geplant. Dadurch, dass wir aber jetzt im Prinzip zwei Hordenächte hatten. Ja, wobei vollständige waren es nicht. Aber ich denke mal, ich werde jetzt hier einfach aufräumen. Wir machen Schluss für heute. Und dann werde ich für die nächste Folge hier ein bisschen was zum Bauen vorbereiten. Dass wir das hier einmal noch mal ein bisschen verbessern. Das wäre mir ganz lieb. Und dann vielleicht noch einen weiteren Plasma-Schocker installieren. Und was auch noch sehr, sehr wichtig wäre, mehr Strom. Weil da haben wir ja aktuell nicht so sehr viel. Gut, also in diesem Sinne, ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr in der nächsten Folge wieder einschaltet. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.